Jetzt aber kommen wir zu einem jungen Mann, der unglaubliche Moves hat. Er ist 15 Jahre alt und ist amtierender deutscher Meister, Europameister und frisch gebackener Weltmeister im Breakdance. Und er wird jetzt hier mit den Heavytones zusammen eine Performance abliefern, die sich gewaschen hat. Hier ist Ferhat Zatan. Alles gut, hast du nicht wehgetan? Nein. Und Sie? Ja. Krass, oder? Krasse Scheiße. Das ist echt, das habe ich ja noch nie gesehen. Danke. Was, wie heißt der Move, wo du dich einfach auf den Rücken fallen lässt? Einfach auf den Rücken fallen. Auf den Rücken fallen, ah. Ich dachte, hier sogar eine Backflip 640 Backside Drop oder so. Nein. Einfach Rückenspringen auch. Ich mache jetzt einfach Rückenspringen. Ja. Hast du, macht den neben dir noch so. Tut das nicht weh? Nein, gar nicht. Gar nicht? Wie übt man denn sowas? Zu Hause oder was? Der Nachbar wird ja doch wahnsinnig oder unten drunter, oder? Ja, manchmal auch nicht. Ja. Manchmal kommt der mit hoch und trainiert mit, aber manchmal auch nicht. Dein Nachbar trainiert auch Breakdance? Mhm. Was, wie alt ist er denn? 62. Okay. Weiß ich nicht genau. Du bist 15, du gehst noch zur Schule. Ja. Ne? Deine Vorbilder sind die Flying Steps. Ja. Aber wenn ich das so sehe, da hast du ja Dinger drauf, die gar nicht können. Ja. Bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall, die sind echt schon echt krass. Ja, okay. Vielleicht darfst du da mal mitmachen oder so. Wenn die dich sehen, ja, kennen die dich? Nicht. Kennen die dich? Nein. Hier, Flying Aber Steps. Ich kenne die. Also, ja. was willst du mal beruflich machen? Polizist werden. Ja. Ach, ich dachte jetzt Breakdance, du wirst Polizist werden. Ja. Das ist natürlich auch, sagen wir mal, ja, kann man das irgendwie einsetzen? Natürlich, ich greife so jemanden mit meinem Rückenspringer an und so. Ja, ja, ja. Ja. Und wenn er dann macht, boom, dann ist er einfach auf den Rücken fallen und tust ja, so, als wärst du alles ausweichen. Ja, ja, klar. Das ist so krass. Also da bin ich sicher, also da bieten sich bestimmt interessante Synergien. Auf jeden Fall. Ja. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Hast du Lieblingsfächer? Außer ja, Sport. Ja, Sport. Musik. Ja, Musik, okay. Und Kunst. Und Kunst, guck mal. Und die Mittagspause. Und die Mittagspause natürlich. Okay, wie sieht's aus mit Mathe? Wie oft trainierst du am Tag? Wie oft muss man trainieren, um das so gut zu können? Ja, also ich habe vorher fast jeden Tag trainiert. Mhm. Jetzt mache ich zwei, drei Monate Pause gemacht. Ich hatte eine Leistenzerrung. Ach, wovon? Breakdance. Ah. Ja. und ja. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Aber Dankeschön. Breakdance machst du weiter, auch wenn du später bei der Polizei bist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht werde ich auch Mathelehrer, muss ich mal gucken. Ja, okay. Ja. Alles klar, gerne. Wenn du neue Moves drauf hast, sagst du Bescheid, kommst vorbei. Mach ich. Alles klar, Mikrofon lässt aber hier, mein Freund. Ja, mach ich. So. Tschüss, mach's gut. Ciao. Jahre.